Und damit hallo und willkommen bei So Last of Us in der Bank. Ja, Bankraub. Der einfachste Bankraub, der je gemacht wurde, haben wir jetzt gemacht. So, wir kommen aber oben nicht hin. Wahrscheinlich. Das ist so mein Gefühl. Weil hier ist kaputt, das Zuge. Ja, zugeschmissen mit irgendwelchen Gerüll. Jetzt müssen wir hier wahrscheinlich wieder raus. Ja. Das war die Bank. Hey, ist noch wie früher wäre. Was würdest du von dem Geld kaufen? Ich weiß nicht. Vielleicht eine große Farm? Aber du kannst jetzt eine Farm haben. Okay. Was würdest du kaufen? Ein Raumschiff. Oh, ach ja, dein Astronautending. Hey, das ist cooler als eine Farm. Eine Farm ist viel praktischer. Genau. Was geht denn? Wir müssen mal die anderen beiden noch gucken, ob wir da überhaupt reinkommen. Dafür müssen wir das da lang. Das wird die ursprüngliche Straße sein. Oder? Das war echt Wahnsinn. Wir haben jetzt eine Schrotflinte, also war schon okay. Nee, das ist doch nicht okay. Hier. Gehen wir zurück zum Fuck-Federator. Ach, hier ist es dann, das ist alles kaputt eingestürzt. Da kommen wir gar nicht mehr. Dann gehen wir zur anderen Seite rüber. Fuck Federal Gate, genau. Bin mir nicht sicher, ob wir irgendwas vergessen haben oder so. Wahrscheinlich so einiges vergessen. Aber ich war soweit jetzt überall drin. Das ist... Ja, das ist das Gebäude, wo wir drin waren, mit der Kuppel. Und ich denke wirklich, dass wir überall drin waren. Tja, und wir haben eine Schrotflinte. Schade, dass man die anderen Gebäude nicht mehr reinkommt. Also, nicht viel möglich. Kommen wir da oben noch lang? Moment. Ein Stückchen, aber nicht weit. Hier ist dann Schluss. Und hier kommst du auch gar nicht mehr weiter. Dann also doch zum Tor. Das war ein Abenteuer. Wir haben sie noch nicht gefunden. Hey, die Stadt ist groß. Wir haben gerade erst angefangen. Ja, ich weiß. Ich dachte nur, es ginge schneller. Die Stadt ist wirklich groß. So, dann lass uns doch mal gucken, dass wir hier diese bekloppte Kaktor aufkriegen. So. Kabel ist schon dran. Generator braucht Benzin. Das machen wir als erstes und dann kriegen wir das Tor auch auf. Na dann. Okay. Alles gut. Gib den Code ein. Wie war der denn? Wollte ich sagen. Diese alten Generatoren sind ziemlich zäh. Du brauchst bestimmt ein bisschen was. Oh. Entschuldige, was? Gar nichts. Nichts. Ich hab nichts gesagt. Gate East 2. Gate East 2. Brief, blablabla. So, ein Brief. Supermarkt, Entschuldigung. Kontrollpunkt. Gate East 2. Wir brauchen East 2, 5345. 5345.
Sehr gut. Hätte mich auch gewundert, wenn ich. Mein Pferdchen. Suchen wir einen Eingang. Oh je. Die Fenster im Auge. Hier kann alles passieren, Leute. Mann, 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 Mann. Verstehe. Ah, klar. Ergibt Sinn. Jetzt ja. Gibt's hier noch irgendwas Besonderes für mich? Siehst du das? Ein Infizierter ist gerade über den Zaun. Ach, das heißt, wir können auf diese Weise rein. Okay. Müssten wir nicht Schüsse hören? Ich weiß nicht, was los ist. Da ist niemand mehr wahrscheinlich. Gehe ich jetzt mal von aus. Ist auch nichts. Ja, wie immer gucke ich mich natürlich genau um. Ich werde mal so wenig wie möglich verpassen. Zumindest das, was ich natürlich dann auch finde. Klar, alles finden kann ich jetzt auch nicht. Ist mir bewusst. So, ich steige mal hier ab. Okay. Und der eine Infizierte ist auf der einen Seite über den Zaun. Savannah Hotel. Da steht auch wieder Fetra dran. Und der Infizierte ist hier über den Zaun. Ja. Der blaue Container steht. Hier noch rein? Leider nicht. Man kann gar nirgendwo rein irgendwie. Oh, keine Ahnung, was ich tun soll. Vielleicht kommen wir da drüber. Ja. Das sieht gut aus. Sehr gut. Hast du gut aufgepasst. Und der Generator ist... Hast du einen Code für das Tor? Weiß nicht. Ja, hab ich. Guck mal, da kann ich gar nichts machen. Obwohl ich einen Code habe. Oder auch nicht. Es kann sein, dass der Code gar nicht draufsteht. Gate East 1. Aber ist mir egal, wir gehen mal jetzt hoch. Einmal. Ist gar keiner mehr, sag ich ja. Kein Mensch mehr hier. Schrotmuni. Vier Schüsse. Vier ist es nicht. Und davon verschießt sich wahrscheinlich auch noch drei. Schlechte Aussichten. Sehr schlecht. Gibt hier noch irgendwas? Nee. Okay, gut, dann gehen wir rein. Ja, ins Hotel. Da fressen zwei. Meine Güte, war das knapp. Der erste wäre erledigt. Der erste wäre erledigt. Okay. Kann ich leider nicht mehr herstellen. Die auch nicht. Das wäre die Schockbombe. Oh, knapp, knapp, knapp. Thank you.
Ich mache hier mal das Licht eben aus. Das sind zu viele. Zwei könnte ich erledigen. Okay, die laufen jetzt auch beide. Oder alle drei, keine Ahnung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Einer war es, glaube ich, noch, oder? Wolf auf Nähe. Da. Wir haben es mit ihrem Benzin wohl nicht rausgeschafft. Das ist gut, oder? Wenn irgendein Infizierter die Mörder von Joel erwischt hat, dann sind sie trotzdem tot, Ellie. Ist das keine Gerechtigkeit? Nehmen wir was mit, wenn wir schon hier sind. Ja. Da gehen wir gleich rein. Ich guck mal bloß noch hier nochmal schnell um. Aber ich hatte jetzt nichts gesehen, nicht wirklich. Aber man kann ja auch nicht wirklich gucken, wenn man so darauf achten muss, die blöden Viecher hier zu killen. Hier ist noch was. Sehr gut. Wie sieht überhaupt meine Lebensanzeige aus? Sag mal. Oh, voll. Ich bin einfach mit allem voll. Was ist denn? Was ist das? Doch gerade geblinkt. Na, das ist wahrscheinlich doch nichts. Gut, dann gehen wir da mal rein. Komm schon, das ist ja weg. Ja. Die nehme ich auf. Zum Prügeln. Hier ist noch ein Toter. Sie wurden erschossen. Erkennst du sie? Nein. Vielleicht hat die jemand anders getötet. Die Infizierten sind gerade gekommen. Hm. Der hat auch wieder einen Wolf auf Nähe drauf. Hey, da ist ihr Benzin. Tja, wenn wir noch was brauchen, wissen wir, wo es ist. Hm. Ja, so schnell wird das ja wahrscheinlich nicht weg sein. Wer soll das mitnehmen? Typen, die es ursprünglich wahrscheinlich mitnehmen wollten, jetzt sind tot. Das nehmen wir mit, danke. Das auch, vielen Dank. Dann sehen wir doch schon viel besser aus. Dann können wir das nächste Mal auf jeden Fall wieder eine Waffe verbessern. Jetzt haben wir ja noch eine weitere Waffe, die müssen wir ja dann auch noch berücksichtigen zur Verbesserung. Okay, gehen wir mal hoch. Das gefällt mir, dass wir hochgehen können. Ist auch wieder ein Toter. Wer war denn das? Alle umgebracht. Den hier erkenne ich auch nicht. Nee. Krass, Zimmer. Das finde ich ja cool, dass man in die Zimmer reingehen kann.
Teilweise natürlich nicht in allen, aber... Ja, nice. Danke. Schön. Was haben wir hier? Trainingsbücher. Enthüllen neuer Verbesserungszweige. Entschuldigung. Survival Magazin. Alles zu Camouflage. Schützen, täuschen, verbergen. Mit dem Besten. Unsere 15 Tipps zum bekannten Experten zeigen, wie es geht. Ebenfalls enthalten 12 Klebebandmarken im Vergleich Regenwasser. Auffangmethoden. Nehmen wir mit. Tarnung. Nein, wollte ich nicht. Ach, wie gut. Lauschmodus. 50% schnellere Geschwindigkeit. Ja, man muss das natürlich erst vorher lernen. 132, wir haben schon 132, Leute. Alter, was geht denn? Fertige alle Gegenstände doppelt so schnell. Ja, ja. Rauchbomben anfertigen, verbesserte Medikits. Mehr Rauchbomben anfertigen. Also der Zweig an sich ist auch schon mal nicht schlecht. Schalldämpfer. Ja, was geht denn? Mache ich natürlich. Müssen wir dann aber noch drauf machen. Lauschmodus Klarheit. Gegner, die du im Lauschmodus siehst, werden deutlicher angezeigt. Halte R1 gedrückt, um nahe Gegner durch Wände zu spüren. What the heck? What geht denn? Schnelle Medikits erhöht die Geschwindigkeit bei der Verwendung eines Medikits. Fertige Gegenstände doppelt so schnell. ...72 haben wir jetzt noch. Rezeptschalldämpfer freigeschaltet. Ja, freigedrückt, genau. Hier. Ach, die können wir erstmal herstellen. Ach, wie gut. Aber drauf machen können wir ihn noch nicht. Nahkampfwaffenverbesserung. Dann brauchen wir erst eine Werkbank. Aber wir konnten einiges machen. Schön. Ich muss hier nicht unbedingt schleichen. Hier ist da gerade niemand. Oh. Das sieht nach viel aus. Wieder der Isaac. Samstag, 29. März. Unser Schlag gegen den Fertwa-Kontrollpunkt war erfolgreich. Ich habe mindestens 3 von diesen Verbrechern getötet. Bei uns gab es nur ein paar Verwundete. Nach unseren letzten Verlusten hat es gut getan, zurückzuschlagen. An dem Abend haben wir Isaac zu unserem neuen Kommandanten gewählt. Das war ein hitziges Treffen. Seine standrechtliche Exekution dieser Gefangenen stößt manchen Leuten noch übel auf. Aber ich mag ihn. Er kann auch schwere Entscheidungen fällen. Freitag, 4. April. Ich bin total erschöpft, aber aus gutem Grund. In den letzten Tagen sind 8 neue Rekruten hier aufgetaucht und 6 davon sind Fedora-Deserteure. Es ist eindeutig, Isaacs Richtlinien funktionieren. Entweder das oder es sind die ganzen Flugblätter. Die Leute nehmen uns jetzt ernst und sehen die WLF endlich als echte Alternative. Wir werden diese Faschisten vertreiben und auf dem Fundament, das Emma und Jason gelegt haben, etwas Neues aufbauen. Krass. Und mit diesen Worten sage ich bis dahin, macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.